Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Karte Muffelmarsch. Wir ernten aktuell die Rüben, Kartoffeln. Und da kriege ich gerade die Meldung, dass derjenige voll ist. Ne? Also, Lager ist voll, ne? Ob der Fahrer voll ist, das weiß ich nicht. Ich bin nicht voll. Und wir werden jedenfalls weiterhin die Ernte weiter fortsetzen. Und schon mal eine Ladung Rübenschnitzel zur BGH gefahren. Bringt ganz gutes Geld. Der Schwierigkeitsgrad Wirtschaft normal 360. Das ist ganz ordentlich. Ich werde auch das Wert so beibehalten mit 360, mit normal. Bisher sind wir ganz gut gefahren. Immer so ein langsames Wachstum ist besser als hier zu schnell wachsen. Eine andere würde ich noch gesehen noch machen und anbauen, ne, und auch kaufen. Aber das denkt mal die Bauereien oder die Produktion bringt mir ein bisschen mehr Geld als die Landwirtschaft. Von daher gehen wir mal gleich Richtung Brauerei, gutes Stichwort. Und werden da mal uns um die Dings kümmern, ne? Um die Wasser. Hier sind wir zwar nicht eine Brauerei, aber wir sind jetzt immer Nachbarschaft. Denn die brauchen wir Wasser, die hat man Durst. Durst ohne Ende. Und hier müsste ich mir überlegen, ob ich mich in den Quote einfahre. Das mit LKW ist doof. Oder blöd, sag mal so. Blöd. Man kann es ja machen, ne? So, wenn wir vorbei sind, wir fahren mal einen Kurs ein. So. So, das heißt, wir machen einen Transport Flüssigkeit. Beginnen wir hier. Vielleicht ungünstig, ne? Löschen. Bisschen weiterfahren. So. Er belädt noch, das ist gut. Werden wir ganz gemütlich einfahren, und zwar na langsam nicht, aber halt dass er sich nicht beschlägt, ne? Das ist das Problem mit dem LKW. Ein Traktor wäre leichter. In Anführungszeichen. Hier kann er abladen. Machen wir gleich. Zumindest ein bisschen. Falls er nichts mehr hatte, dass er wieder abladen kann, dass er wieder arbeiten kann. Ne? Wir wollen ja Bier verkaufen. Das muss ja noch gemacht werden. Ne? Ja, die Malzfabrik muss noch sein. Da nützt auch nichts. So. Und hier werden wir gleich stoppen. Stoppen. So. Harnstofflösung. Na, die haben wir nicht. Diesel auch nicht. Wasser. Ja. Von erstmal noch nicht beladen. Sei ihm verziehen. Gleiches Problem wie auf der Touring-Karte mit der Gülle. Also Deckel ist auch. Normalerweise dürfte das nichts, keine Ausrede kommen jetzt hier. Ne? Nach Motto hier. Temporärer Kurs. Mit Balan. Gut, lass ihn mal. Wir werden mal gleich speichern. Risiko. Ne? Allgemein Überführungskurs. Würde ich mal meinen.
Wasser. Sauerei. Gut, das geht nicht weiter. Ja, dann machen wir einen Brau und Punkt. Das sieht ganz so blöd aus. Einfach mal gespeichert, falls das jetzt klappen sollte, dann wäre das ganz gut, wenn wir das immer so laufen lassen könnten. Ne? Denn hier war irgendwo die Punkte, wo man rein konnte, wegen da ist hier Paletten. Ach, aber hier. So. Wasser haben wir doch. Ja, haben wir noch ausreichend. Das ist ja gerade nachts, wenn wir nachts entsprechend lange schnell vorspulen. Dass wir da immer entsprechend so, hier sind Paletten. Da auch. Hier wollten wir einen Stapler kaufen, einen kleinen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Eine starke Bauer habe ich ja nicht. Hier ist die Palette mit Malz, da kommen wir mal eine Weile hin. Denke ich mal. Denn einmal nachts mit Schnellspur mit 30 oder mit 60, dann ist es schon mal knapp, ne? So. Das andere müsste jetzt hier sein. Ja, mit Fässer. Ups, Fässer. Dann gucken wir gleich, ob er hier fährt und anhält. Wenn nicht, werfen wir rein. Bin ja gespannt. Wäre nämlich schön, wenn es klappen würde. Das klappt schon mal nicht. Ein zweites Mal vielleicht. Den beladen kann er jetzt nicht. Ist ja voll. Geht auf. Das ist nett. Aber gut, dann wollen wir nächstes Mal was anprobieren. Mit Abladesymbol. Nächstes Mal. So, Wasser genug. Und da und hier kommen wir hier um die Kartoffeln. Denn wir müssen ja nach und nach sehen, dass wir das hier fertig kriegen. Das ist immer auch wichtig. Die Bierproduktion läuft ja erstmal. Von daher sollte es kein Problem geben. Wenn der heute Nacht in Produktion vorlaufen würde und wir dann entsprechend dafür morgen entsprechend was wir kaufen könnten. Weg du Krähe du. So. Wenn wir so fahren müssen, ne? Fahren wir selber zum LKW, ne? Sonst haben wir so dritten, vierten Gang. Auf geht's. Ist ja leider so. Und gleich vorne mit nacharbeiten, die Ecke da oben. Muss ja gleich voll. Dann machen wir es nicht, dann werden wir den LKW wegfahren und dann entsprechend ja voll.
Voll ist voll. Voll kommt leer. So, Temperatur? 66, 61. Alles gut. Wenn er jetzt hier bei 80 Grad ist, dann muss ich was umschneiden. Dann ist zu viel getaktet, übertaktet. Ich habe da so ein Programm jetzt genommen, den Booster. Da kann man ein bisschen was rausholen. Man muss auch die Temperatur achten. Ne? Der schaltet sich automatisch ein, wenn ich das Spiel starte, und deaktiviert sich auch automatisch, wenn ich jetzt zum Beispiel, ne? Wie gesagt, automatisch. Musst du gucken beim ersten Mal, ob es betrieben wird oder das halt so bleibt, ne? Der kaputt gehen soll ja nichts, ne? Wieder einen vollen Tank. Ja, das ist ja der gerade. Ja, für Tauchel gibt es schon ganz gut, ne? Betrag kann man nicht meckern, das ist ganz gut. Die besten der Taucher kommen von dem Arsch. Und wie sagt er dazu? Und mein Bauernhof. Mist habe ich auch noch. So fahren. Aber das ist genug. Also, dann können wir auf 1 ruhig weiterspielen. Wahnsinn. Da könnten wir eigentlich einen zweiten Anhänger nehmen, also da können wir gleich dazu nehmen. Das wäre jetzt theoretisch gar nicht blöd. Ich schnell auftrinken, bevor ich kalt bin. Alter, vollen Tank. Eike auch, oh je. Die halten mir auf Trab, die Jungs hier. Aber ich nehme gleich Hänger mit hier. So, den holen wir gleich hier, den zweiten, hier den blauen. Dann können wir unseren zweiten, den grünen, öfters abtanken. Hat Eike auch einen vollen Tank. Na komm ja schon. Unterwegs. Und mal aufpassen, dass wir schnell fahren. Dann haben wir einen Fall. Die Schweine melden sich auch schon. Ja, Hunger ist schon garantiert, du. Daran denke ich, haben die Schweine geschrien. Dann muss man mit Gehörschutz im Stall gehen. Und ein Gestank, du. Schweine, die können riechen, sag ich dir immer. Eine sehr gute Nase. Das Problem ist, der Geruch geht nicht raus. Ich habe glaube ich 4 Wochen im Stall gearbeitet als Schüler für also Ferienjob kann man sagen. Ich meine, ich habe sehr gut verdient zur damaligen Zeit, ne? Aber ich sage dir,
Der Gestank war extrem. Man muss dazu sagen, also der Geruch an sich ist bestialisch. Das ist, wenn man nur da arbeitet, ist es sicherlich auszuhalten. Aber das allergrößte Problem war gewesen, dass der Gestank nicht wegging. Man konnte ein Vollbad nehmen, man konnte sich richtig in der Badewanne eine halbe Stunde sich aufhalten. Also richtig einweichen, schrubben, machen, tun. Hinterher bist du raus, hast dich abgetrocknet. Jo, beim ersten Mal schwitzen. War in den Sommerferien, ne? Wo es draußen warm war, hast du geschwitzt. Dann ist die Haut, der Gestank, wieder rausgekommen. Boah, Leute, das war ja das Allerschlimmste, dass du mit dem Gestank nicht losgeworden bist. Aber das war halt so, ne? Ob es heute ein bisschen besser ist, weil die Ställe ja ein bisschen mehr, moderner sind, ne? Aber ich glaube eher, der Geruch bleibt trotzdem. Den kriegst du nicht ganz weg. Nur, dass der Geruch in der Umgebung vielleicht so merklich ist, ne? Also, würde heute keiner mehr machen, da war ja der eine Stahl hat ja im Prinzip das automatisch gehabt, Prinzip, also mit Gülle und so. Das Ding war ja noch oben offen. Würde ja heute keiner mehr durchgehen lassen. Ne? Und der andere Stahl war ja im Prinzip nicht offen, aber der war. Da hast du manuell ausgemistet, ne? Ja, mit Schubkarre und Schaufel, ne? Das ist also so mehr oder weniger katschig war, ne? Oh. Und muss man mögen, ne? Aber das muss gemacht werden, ne? Und das haben wir am Tag. Oh. Aber früher gab es da keine Ausbildung für da. Das, also. Sag mal so, wer das gelernt hat, der hat es gelernt, Anführungszeichen, wie, was und wo was gemacht wird. Ne? Aber in den meisten Fällen, da war es ja auch so, dass das angelernte Arbeitskräfte dabei waren. Ja, also so viele haben sie dafür auch nicht gefunden, Anführungszeichen, ne? Die diesen Job machen wollten. Aber wie gesagt, ich habe als Schüler gut verdient. Wo ich hinterher sagte, nach der Lehre, was so wenig, dann fahre ich gleich wieder in den Stall. Gut, okay. Meine Mutter hat gesagt, nee, du lernst immer einen Beruf und dann kannst du immer noch hinterher. Entscheidend, ne? Und dann kam alles anders, ne? Dann kam die Wende und dann war die ganze LBG-Geschichte beziehungsweise die Stelle. Die LBG gab es ja dann nicht mehr, dann gab es dann eine GmbH, die Stelle wurde abgewickelt, weil die alle nicht konkurrenzfähig waren beziehungsweise unwirtschaftlich, also das gleiche mehr oder weniger, ne? Und die garantierten Preise vom Staat gab es dann auch nicht mehr, ne? Das war jetzt alles auch abgeben. Früher hieß es ja, ihr müsst uns versorgen, ne? Also die Bevölkerung, und das heißt produzieren, wir zahlen, egal was kommt. Dann kam die Wende und dann kamen die offenen Märkte, dann war das vorbei. Und dann war so ein Stall mit der Methode, Formkriegsmethode sind wir so ganz vorsichtig, nicht mehr rentabel. Ne? Weil den Preis, den sie heute kriegen, kann keiner normalerweise überleben. Also wie gesagt, die meisten müssen verkaufen, weil sie meistens noch verschuldet sind. Ne? Das ist das ganze Problem. Wenn der Bauer sagen könnte, er verkauft dann nicht, dann würden sofort die Läden, die Preise ansteigen. Ne? Also
Aber Tiere, die kannst du nicht aufheben, ne? Das ist. Im Grunde müssten die Bauern die Schlachthöfe übernehmen und dann entsprechend den Druck ausüben. Aber dann werden sie auch die Stückzahl nicht mehr los, ne? Das kommt ja auch noch hinzu, ne? Und Schweine kannst du nicht ewig lange haben, das ist kein Problem. Das wissen die auch genau. Tiere, also lebende Tiere, das ist richtig schwierig. Und wenn du jetzt keinen Absatzmarkt hast, weil der Bedarf gedeckt ist, dann ist es noch schwieriger, ne? Aber die reden gerade von der Heuschreckenplage in Afrika. Da kommt uns wieder eine Katastrophe entgegen. Da werden die sich wieder nicht alleine versorgen können. Also da werden die wieder Probleme kriegen. Ja, vollen Tank, Korntank, ja. Kartoffeln, wir haben jetzt. Oh. Sieht dunkel aus, ne? Aber trotzdem ist Mittagszeit im Spiel. So, liebe Zuschauer, die Folge ist schon wieder zu Ende. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss, auf die Gewinke. Ciao, ciao. Jo, ne, wenn ihr Lust habt, es geht gleich weiter. Tschüss.